Herzlich willkommen bei Wissenswert, heute mit den 10 größten Dummheiten der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat heutzutage eine absolute Autorität. Man könnte fast schon sagen, dass die Wissenschaft eine neue Weltreligion ist. Denn wenngleich sie in sich schlüssig ist, basiert sie auf Gesetzen der Logik, die nicht bewiesen werden können. Wissenschaft ist also irgendwie eine Glaubensfrage. Es ist also kein Wunder, dass auch Wissenschaftler hier und da mal dumme Aussagen tätigen. Das hier sind 10 dumme Behauptungen aus der Geschichte der Wissenschaft und häufige wissenschaftliche Irrtümer. Nummer 10. Der Satz des Pythagoras. Nein, der Satz des Pythagoras ist keine Lüge, denn die Formel a² plus b² gleich c² stimmt. Was jedoch nicht stimmt, ist, dass Pythagoras der Erste mit dieser brillanten Idee war. Schon seit langer Zeit vor Pythagoras wurde diese Formel nämlich in diversen Kulturen von verschiedenen Baumeistern benutzt. Nummer 9. Das Himalaya ist das größte Gebirge der Welt. Das stimmt so nicht ganz. Denn streng genommen ist das Himalaya das größte Gebirge der Welt, das nicht unter Wasser liegt. Zwischen der nordamerikanischen und eurasischen Kontinentalplatte liegt unter dem Ozean ein noch viel größeres Gebirge. Nummer 8. Der Mensch wird nie den Mond betreten. Lange hielt man es für unmöglich, jemals den Mond zu bereisen. Aber Neil Armstrong zeigte 1969, dass alles unmöglich ist, bis es einer macht. Oder war das Ganze nur Fake und wurde in Wahrheit von Stanley Kubrick inszeniert? Nummer 7. Atomenergie ist harmlos. Vor den ersten Atomangriffen auf Hiroshima und dergleichen war die Meinung weit verbreitet, dass Atomenergie harmlos sei. Sogar Winston Churchill war ein Befürworter dieser Position, obwohl große Wissenschaftler wie Albert Einstein auch damals schon schlimme Befürchtungen hatten. Die ersten Atombomben bewiesen jedoch, dass Atomenergie alles andere als harmlos ist. Nummer 6. Der hintere Teil des menschlichen Schädels ist leer. Seit Aristoteles dachte man jahrhundertelang, dass der hintere Teil des menschlichen Kopfes leer ist. Womöglich war das auch bei denjenigen, die das dachten, der Fall. Heutzutage ist man jedoch eines Besseren belehrt und kann bei Aristoteles These nur die Stirn runzeln. Nummer 5. Flugzeuge sind unmöglich. Genau wie eine Mondlandung hielt man es lange Zeit für unmöglich, eine Maschine zu bauen, mit der Menschen fliegen können. Dabei war es immer ein Traum der Menschheit, fliegen zu können. Es ist unmöglich, Flugmaschinen zu bauen, die schwerer sind als Luft, sagte einst der Physiker Kelvin. Die Gebrüder Wright machten also scheinbar das Unmögliche möglich. Nummer 4. Kokain fördert Gesundheit und Langlebigkeit. Noch vor etwa 100 Jahren wurde eine der gefährlichsten Drogen der Welt von vielen Wissenschaftlern deutlich unterschätzt, wenn nicht sogar verherrlicht. Sigmund Freud empfahl unzähligen Menschen den mäßigen Konsum von Kokain als Therapie. Erst am Ende seines Lebens gab er zu, sich bezüglich der Droge aus dem Kokablatt geirrt zu haben. Nummer 3. Männer haben mehr Zähne als Frauen. Ein weiterer Flüchtigkeitsfehler von Aristoteles war die Aussage, dass Männer mehr Beißerchen als Frauen haben. Heute weiß jeder Zahnmedizinstudent, dass beide Geschlechter eine identische Zahnanlage aufweisen. Nummer 2. Die Sonne dreht sich um die Erde. Es war Galileo Galilei, der in der Renaissance das Weltbild der meisten Menschen ordentlich auf den Kopf stellte. Bis dato propagierte die Kirche ein geozentrisches Weltsystem. Die Erde stand also im Mittelpunkt des Universums. Galileo war ein Querdenker und fand heraus, dass die Sonne im Mittelpunkt unseres Sonnensystems steht. Nummer 1. Die Erde ist eine Scheibe. Der wohl bekannteste Irrtum, den die Wissenschaft je hervorgebracht hat, ist die Annahme, dass die Erde eine Scheibe ist. Obwohl schon vor tausenden Jahren bekannt wurde, dass die Erde eine Kugel ist, herrschte lange der Irrglaube vor, dass sie eine Scheibe sei, da diese Erkenntnis nicht in alle Bevölkerungsschichten durchdrang. Wer weiß, vielleicht entdecken wir in 100 Jahren, dass die Erde eigentlich ein Ei ist. Das war's für heute mit Wissenswert und den 10 größten Dummheiten in der Geschichte der Wissenschaft. Schreib uns doch in den Kommentaren, was du davon besonders dumm fandest. Und ansonsten lass ein Like da, falls dir dieses Video gefallen hat. Und auch wenn es dir nicht gefallen hat, lass ein Like da. Nein, ansonsten abonniere Wissenswert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.